So, hallo ihr Lieben. Wie versprochen werde ich euch in diesem Video zeigen, wie man die super tolle App Flora Incognita benutzt. Und zwar kann man die ganz einfach im App Store oder bei Google Play herunterladen. Das ist kostenlos. Wurde von einer Universität entwickelt, ohne Werbung und macht wirklich super viel Spaß. Und die Benutzeroberfläche sieht folgendermaßen aus. Also, man kann Pflanzen erkennen lassen, Arten suchen und die eigenen Beobachtungen dann anschauen. Und wir probieren das einfach mal aus. Als erstes kann man auswählen, ob man eine Wildblume oder Strauch, einen Baum, Gras oder Farn. Wir probieren das jetzt mal mit einem Baum aus. Und zwar befinden wir uns hier im wunderschönen Hortgarten. Und wie ihr seht, sind die kleinen Bäumchen hier auch schon ja, größer geworden, haben Blätter gekriegt und super tolle Blüten. Also ein wunderschönes Objekt, um das Ganze mal auszuprobieren. So, ich habe jetzt auf Baum geklickt und jetzt werden mir mehrere Sachen angezeigt, die ich jetzt gleich fotografieren soll. Und wir starten jetzt nicht sofort das Blatt abzufotografieren, sondern klicken hier unten rechts erstmal weiter, was hier noch so alles Tolles kommt. Also man soll das Blatt oben fotografieren, die Blüte, die Rinde, die Knospe, die Frucht und den gesamten Baum. Ja, man muss nicht alles fotografieren, aber das hat man alles zur Auswahl, mit das Programm letztendlich hoffentlich erkennen kann, um welche Pflanze, um welchen Baum es sich handelt. Und wir starten einfach mal direkt mit dem Blatt. So, tippt man hier unten drauf und dann geht's auch schon los. Das Ganze kann man sich dann noch mal anschauen und muss das Ganze bestätigen. Jetzt kommt die Blüte dran. Möglichst nah ran, aufpassen, dass es fokussiert. Und da haben wir schon die wunderschönen Blüten. Jetzt geht es weiter mit der Rinde. Da wird es bei dem kleinen Bäumchen vielleicht schon etwas schwierig. Jetzt will er nicht fokussieren. Jetzt haben wir es. Okay, und die Rinde. Die Knospe wird etwas schwierig, da, wie ihr seht, die ganzen Knospen schon aufgegangen sind und die Blüten schon da sind. Also klicken wir da einfach mal weiter. Frucht ist auch noch nicht vorhanden. Solange noch Blüten da sind, kann keine Frucht da sein. Und wir machen mal ein Foto vom gesamten Baum. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich etwas schwer erkennen. So. Und es kommt auch sofort das Ergebnis. Erkannte Art, Süßkirsche, Vogelkirsche. So. Ich weiß ganz genau, dass es die richtige ist, weil die nämlich letztes Jahr erst eingepflanzt wurde. So, und jetzt hat man die Möglichkeit, hier noch raufzuklicken und sich etliche Informationen dazu durchzulesen. Ja, Merkmale, Erkennungsmerkmale, Giftigkeit, Verwendungszweck. Ja, so, und hier wurde es zusammengefasst: Vogelkirsche, Süßkirsche. Es handelt sich um eine essbare Süßkirsche. So geht das Ganze. Und als letztes darf ich nicht vergessen, hier oben rechts noch das Häkchen zu setzen. Und dann ist es bei meinen Beobachtungen gespeichert. Hier ist es gleich als erstes. 16:25 Uhr. Ich habe jetzt die Funktion eingeschaltet, dass er erkennt, wo ich das gemacht habe. Also in Heidelberg, Berlin. Und dann kann ich total klasse ja, alle meine Sachen immer angucken, was ich schon alles entdeckt habe. Ich glaube, das wird euch super viel Spaß machen. Und ja, später kann man dann die Sachen auch noch teilen.
aber das können wir uns später nochmal anschauen. Also viel, viel Spaß erstmal beim Entdecken von Bäumen und Pflanzen.